Noch wird fleißig gewerkelt. Doch schon bald ist es soweit. Ab 11. Mai öffnet die frisch aufgemöbelte Filiale der Fleischerei Haustein in Marienberg wieder. Das neu gestaltete Bistro steht dann wieder für Frühstück und Mittag für Sie offen. Selbstverständlich erhalten Sie dann auch wieder unsere frischen Fleisch-, Wurstwaren und vieles mehr an der Frischetheke. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon auf Sie. Am 11. Mai öffnet die Filiale der Fleischerei Haustein am Markt in Marienberg neu. Heute steht der zurzeit nicht stattfindende Vereinssport im Mittelpunkt der Sendung. Und damit begrüße ich Sie zu Ihrer täglichen Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Und hier ist Megional mit Nachrichten aus unserer Region und für unsere Region. Einen schönen guten Abend und Glück auf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Individuelle Bewegung ist erlaubt. Bewegung in Gruppen im Freien irgendwann mal bei niedrigen Inzidenzen, die sicher nicht so schnell erreicht werden. Das alles stellt die Sportvereine vor große Probleme und das schon seit einiger Zeit. Seit Monaten kann nicht mehr trainiert werden. Die Folgen für Ligen und Turniere sind noch nicht absehbar. Frank Langer hat über die aktuelle Situation mit Jens Breidel, dem Geschäftsführer des Kreisverbandes Fußball Erzgebirge, gesprochen. Das waren noch Zeiten, als über Tore im hiesigen Fußball gejubelt wurde. Leider findet dieser seit nun genau einem halben Jahr nicht mehr statt. Ja, ein trauriges Jubiläum. Am 1. November vergangenen Jahres haben ja die letzten Fußballspiele stattgefunden im Erzgebirgskreis in Sachsen, sodass wir am 1. Mai praktisch das traurige Jubiläum hatten, ein halbes Jahr keinen Spielbetrieb und fast keinen Trainingsbetrieb zu haben. Und leider wird sich das auch noch fortsetzen, was den Spielbetrieb betrifft zumindest, weil wir ja als Kreisverband Erzgebirge bereits im April den Beschluss gefasst haben, der auch den Vereinen mitgeteilt wurde, dass die Punktspiele der Saison 2021 nicht mehr ausgetragen werden. Wie reagieren denn eigentlich die Vereine? Gibt es noch genügend Vereine, die zur Stange halten aktuell? Spieler sind noch da? Wir wissen, dass viele Vereine dort eine riesengroße Wundertüte vor sich haben. Welche Spieler machen weiter? Wer hält zur Stange? Wer kommt wieder zum Training? Das ist in den kleineren Altersklassen ebenso wie im Erwachsenenbereich. Und für uns als Kreisverband wird es dann natürlich auch eine Wundertüte, wenn wir den Meldezeitraum im Mitte Mai voraussichtlich bis Mitte Juni, das steht noch nicht genau fest, wenn wir das entsprechend abwarten, um dann zu merken, welche Vereine haben welche Mannschaften wieder gemeldet. Ja, wir haben keine Abmeldungen von Vereinen, die jetzt Corona-bedingt sind. Ein Verein, der FSV Bernstein, wird sich auflösen oder hat sich bereits aufgelöst. Aber das ist keine unmittelbare Folge von Corona. Und Vereine sind an uns noch nicht dran getreten, dass sie jetzt irgendwelche Mannschaften nicht mehr melden wollen. Aber diese Eruierung in den Vereinen folgt ja erst in den nächsten Wochen. Jugend- und Kinderfußball ist in Teilen möglich, allerdings nur im Training. Ja, Fußball ist ein Mannschaftssport und jeder weiß, dass die aktuellen Bedingungen für Mannschaftssport überhaupt nicht rosig sind. Da hat der Freiland-Mannschaftssport, der Outdoor-Mannschaftssport sicherlich noch bessere Voraussetzungen als zum Beispiel Handballer oder auch Ringer, wie hier in Zülpitz, die nur sehr wenig machen können. Aber um auf diese Fußballsportart nochmal zu kommen, es ist ja aktuell so, dass in fast allen Sportstätten für die Vereine die Möglichkeit besteht, Training anzubieten unter strengen Auflagen, also sprich maximal 5 Kinder, die höchstens 14 Jahre, also bis zum 14. Geburtstag, dürfen die bloß entsprechend in Fünfergruppen zusammen trainieren. Kontaktfrei, also sprich maximal Torschusstraining, Passtraining und ein entsprechender Trainer dazu. Und ich weiß, dass die Kinder
mit den Hufen scharren, dort endlich was machen zu können. Es gibt auch Vereine, die das wirklich schon praktizieren. Aber die Tücke liegt natürlich im Detail, dass der Betreuer, der Trainer, der zu den 5 Kindern noch dazukommen kann, einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest haben muss. Und das ist natürlich auch ein enormer logistischer Aufwand, auch letztlich finanzieller Aufwand für die Vereine, den einige Vereine noch scheuen, die also auf dem Platz dürften, aber diese Möglichkeit noch nicht wahrnehmen. So ist der aktuelle Stand. Auch zu einer Fußballmannschaft gehören mindestens 11 Leute. Kann man da sinnvoll trainieren? Ich bin selbst kein Trainer, will mir das nicht wirklich anmaßen, aber ein Mannschaftstraining ist natürlich etwas anderes, als hier mit 5 Kindern irgendwelche Spielformen zu finden, die Kinder auch interessieren und begeistern. Über die erste Euphorie, ja, ich darf wieder trainieren, hinausgeführt werden können, dass auch in einer Konstanz dieses Training möglich ist. Aber wir sind als Kreisverband natürlich auch darauf angewiesen, dass die Vereine Mannschaftstraining machen können. Und bevor nicht Mannschaftstraining mit Kontakten möglich ist, brauchen wir auch als Kreisverband überhaupt nicht drüber nachdenken, irgendwelchen Spielbetrieb wieder anbieten zu können. Und hier stehen leider die Chancen bis Ende Juni aufgrund der Bundesnotbremse letztlich auch sehr schlecht. Wie jeder weiß, wir sind im Erzgebirge zurzeit bei einer Inzidenz von um die 300. Gestern ging es mal unter 300, hat man sich gefreut, heute sind wir wieder drüber. Also die ersten Erleichterungen in der Hinsicht kommen ja erst bei einer Inzidenz unter 100. Dann dürfen wieder 20 Minderjährige trainieren, kontaktfrei. Reden wir auch noch nicht wieder von Gegebenheiten, die einer Mannschaftssportart wie Fußball Genüge tun. Ja. Wie kommt das jetzt, auch die Botschaft von Vereinen, kommt da was bei euch im Kreis an, im Verband? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung schwankt natürlich zwischen einerseits verhaltenem Optimismus, ja, wir dürfen wieder ein bisschen was machen, aber auch Resignation dahingehend, dass für die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate, ein sinnvolles Mannschaftstraining augenscheinlich noch nicht möglich sein wird. Wir sind uns auch bewusst, wir sind nur Volkssport, Amateursport, können sicherlich nicht Ansprüche erheben, wie die Spielklassen im Männerbereich ab der dritten Liga aufwärts. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch bei uns in den Mannschaften, in den Vereinen die soziale Komponente, wo Kinder entsprechend beschäftigt werden, wo auch jetzt die Eltern merken, was leistet denn mein Verein eigentlich in normalen Zeiten? Jetzt sind die Kinder zu Hause, können nicht viel machen. Sonst war es normal, dass das Kind halt zweimal in der Woche, teilweise dreimal in der Woche, für 2 Stunden unterwegs auf dem Sportplatz war, am Wochenende zum Spiel unterwegs war. Das ist alles weggebrochen und insofern ist die Situation aktuell für unsere Vereine in keiner Weise befriedigend. Was wünschen Sie sich für die nächsten Wochen, für die Zukunft? Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass die Inzidenzzahlen, das ist ja das absolute Heiligtum, die Inzidenzzahlen so zurückgehen, dass zumindest die 100er-Grenze gerissen wird und wieder auch die älteren Jugendlichen trainieren dürfen. Wir reden also jetzt nur von Kindern in 5er-Gruppen kontaktfrei bis zum 14. Geburtstag. Die A- und B-Junioren, die 15-, 16-, 18-Jährigen, dürfen aktuell noch nicht trainieren, es sei denn, sie sind Trainer einer solchen Fünfergruppe, wo dann was gemacht werden kann. Jeder kann nur individuell oder mit einem weiteren Partner oder innerhalb des Hausstandes trainieren. Das sind alles Dinge, die sind nichts Halbes, nichts Ganzes und können natürlich in keiner Weise unsere Zufriedenheit erwecken. Der weitere Verlauf wird zeigen, wie viele Mannschaften es auch im aktiven Bereich in einer neuen Saison geben wird. Landrat Frank Vogel fordert von der sächsischen Staatsregierung ein deutliches Bekenntnis zum ländlichen Raum. Mit den geplanten Änderungen des Freistaates Sachsen im Zuge der Umsetzung der Standortkonzeption für die Finanzämter und die Überlegung des sächsischen Wirtschaftsministeriums zum Verbleib des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Chemnitz zeigt sich der Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel nicht einverstanden. Es kann nicht sein, dass der im Zuge der Kreis- und Funktionalreform 2008 beschlossene Interessenausgleich für Kommunen, wie zum Beispiel die Zentralisierung der Finanzämter auf den Standort in Annaberg-Buchholz, die Ansiedlung eines Finanzamtes für Sonderaufgaben in Schwarzenberg,
Oder die Zusicherung der Verlagerung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr nach Zschopau im Erzgebirgskreis keinen Bestand mehr haben. Ich appelliere im Interesse der Kommunen, die von den neuen Entscheidungen aus Dresden benachteiligt werden, an die Verlässlichkeit der sächsischen Politik, so der Landrat. Er habe den Eindruck, jedes Ministerium für sich suche nach anderen Lösungen auf Kosten der Kommunen. Am 12. April waren die Erneuerungsarbeiten an der Bundesstraße 180 zwischen dem Ortsausgang Gornau bis zum Kreisverkehr bei Dittersdorf gestartet. Seit dem gestrigen Mittwoch wurde die Strecke nun im Verlauf des späten Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Maßnahme wurden auf einer Länge von ca. 600 Metern die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht, Entwässerungsanlagen, Bankette, Beschilderungen sowie die Markierung erneuert. Die Baukosten betragen rund 220.000 Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Liebe Zuschauer, was das Wetter angeht, so werden wir dieses Jahr alle auf eine harte Probe gestellt. Solches Wetter sind wir einfach nicht mehr gewohnt. Aber der Natur kommt das zugute, kann sie doch langsam aus dem Winterschlaf erwachen. Und bei einem kühlen und nassen Mai fahren dann hoffentlich die Bauern im Sommer auch eine gute Ernte ein. Der Aprilwettertag gestern lässt die Fotofreunde auch zu solchen Eindrücken kommen, wie sie gerade jetzt sehen. Schauen Sie mal. Doch jetzt widmen wir uns dem Wettergeschehen der kommenden Tage. Und da beginnen wir mit den Abend- und Nachtstunden, denn da fällt aus einem bedeckten Himmel leichter Regen. Die Sicht zum Sternenhimmel, die bleibt uns verwehrt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit, die liegt bei 90%. Die Nachttemperaturen, die bleiben moderat. In Olbernhau am Rathaus liegen diese bei 4 bis 5 Grad. In Marienberg am MEF-Sendezentrum, da übernachten die Thermometer bei 3 bis 4 Grad. Und in Zschopau am Busbahnhof, da lesen wir Tiefstwerte zwischen 4 und 6 Grad ab. Wir spüren einen Hauch von Wind zwischen 3 und 6 Kilometern pro Stunde aus südöstlichen Richtungen. In den Freitag starten wir mit einem überwiegend bedeckten Himmel. Immer wieder fallen Regenschauer. Im Laufe des Tages lässt sich aber in den Regenpausen durchaus auch mal die Sonne blicken. Zum Abend hin zieht sich der Himmel dann aber wieder komplett zu. Der ein oder andere Regenschauer kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Zusammengefasst, Aprilwetter im Mai. Blicken wir auf die Temperaturen. Im Kurort Seifen an der Bergkirche, da lesen wir Werte zwischen 4 und 6 Grad ab. Im schönen Schönbrunn klettern die Thermometer auf 4 bis 7 Grad. Und in Waldkirchen an der Grundschule erreichen wir Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Am Freitagmorgen legt der Wind deutlich zu, der uns dann auch den ganzen Tag lang erhalten bleibt. Er weht aus Westen mit Geschwindigkeiten zwischen 15 und 25 Kilometern pro Stunde, in Böen zwischen 45 und 70 Kilometer pro Stunde. Halten Sie sich also gut fest. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das zweite Maiwochenende. Beginnen wir mit dem Samstag. Tja, was soll ich sagen? Der Samstag ist überwiegend wolkenverhangen. Hin und wieder blickt die Sonne in der ersten Tageshälfte durch die dicken Wolken. Der ein oder andere Regenschauer kann auch nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen bleiben noch sehr zurückhaltend. Sie liegen zwischen 8 und 12 Grad. Der Wind, der weht leicht zwischen 8 und 12 Kilometern pro Stunde, anfangs aus Südwesten und dreht dann auf Süd. Am Sonntag ist ja Muttertag und da wünscht man sich natürlich auch schönstes Wetter für unsere lieben Mütter dazu. Und so wird es auch kommen. Die Sonne überwiegt deutlich. Und es wird auch noch sommerlich warm dazu. Kaum zu fassen bei den kalten Tagen, die wir zurzeit immer noch erleben dürfen. Wir erreichen Tagestemperaturen zwischen 11 und 21 Grad. Im Norden unseres Sendegebietes auch noch das ein oder andere Grad mehr.
Ab den Nachmittagsstunden nimmt der Wind dann allerdings wieder zu. Er weht aus Südosten zwischen 11 und 18 Kilometer pro Stunde. In Böen erreicht er Geschwindigkeiten bis an die 60 Kilometer pro Stunde. Ob der Hauch von Frühsommer nur eine Eintagesfliege ist oder dieser sich länger in unseren Breiten festsetzen kann, schauen wir uns dann morgen an. So viel erstmal für heute aus dem Regionalwetterstudio. So schnell geht's, liebe Zuschauer. Unsere Sendezeit für heute ist auch schon fast wieder zu Ende. Ein Bild des Tages von Andrea Mattes aus Neuhausen möchte ich Ihnen zum Schluss nicht vorenthalten. Schauen Sie mal. Das war die Regionalausgabe für den Donnerstag. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie morgen wieder rechtzeitig vor dem Fernseher versammelt sind, um Regional zu schauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht. Auf Wiedersehen und bis morgen hier aus diesem Studio. Noch wird fleißig gewerkelt. Doch schon bald ist es soweit. Ab 11. Mai öffnet die frisch aufgemöbelte Filiale der Fleischerei Haustein in Marienberg wieder. Das neu gestaltete Bistro steht dann wieder für Frühstück und Mittag für Sie offen. Selbstverständlich erhalten Sie dann auch wieder unsere frischen Fleisch-, Wurstwaren und vieles mehr an der Frischetheke. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon auf Sie. Am 11. Mai öffnet die Filiale der Fleischerei Haustein am Markt in Marienberg neu.